Wir sind die eiskalten Dunkelgestalten. Eins, schleichen zwei, durch die Nacht. Hallo, liebe Lagercrew! Wir sind hier im schönen Herreschried. Yes. Und haben uns gerade das neue Lagerhaus angeschaut. Da oben ist es übrigens. Im Hotzenwald. Wo der Räuber Hotzenplotz. Da steht jetzt was davor. So, wir gucken uns das nachher mal genau an. Richtig. Schlechter Kameramann. Timo, erklärt mal kurz die Location. Also, wie ihr alle wisst, mache ich wieder den Frühsport. Diesmal die ganzen Morgen. Und wir haben hier schon den perfekten Trainingsplatz. Wir haben einmal für das Joggen, einmal um den See. Du musst dir den See vorstellen. Den wir haben hier als übrigens riesen Highlight. Der ist schon noch eingefroren. Der ist jetzt noch eingefroren, aber wir ziehen dann auch unsere Bahnen morgen früh um 6.30 Uhr, damit wir auch alle wach sind. Das Wasser hat schöne 10 Grad. Minus. Minus. Und, ja. Schön. Ich kann mir da was richtig Tolles vorstellen. Ben, was sagst du zum Haus? Ist super. Herrlich. 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 Die Zimmer sind wunderbar groß. Geräumig. Gibt, ja, geräumig. Und wunderschön. Ja. Wollen wir mal kurz das Haus rum zeigen? Ja. Nein. Okay. Okay. Timo geht vor. Und den Skilift. Lio hoch. Ich glaube, wir machen kurz eine Pause und schneiden. Pause! Und hier sind wir wieder. Hier zurück. Hier. Das Haus, was Sie gerade gesehen haben. Die Eistopf sind natürlich nur Dekoration. Nicht echt. Schlauter reden, glaube ich. Wir sehen hier einmal das Haus in ganzen Antlitz mit Sonnenschein und Schnee. Hier oben übrigens nochmal der Buckel für den Frühsport. Gibt's auch die härtere Alternative. Ja. Geräumig ist es. Warm. Wald ist auch hier überall. Wird mit Sicherheit witzig. Da unten der See. Da wo Schwimmen. Ich vorher war. Jetzt ja. Ein Abschiedsworte von Timo. Die, wo überhaupt frech sind, werden an diesen komischen Haken befestigt und drehen die ganze Nacht einmal im Kreis. Aber das könnt ihr mir glauben. Tschüss und bye bye. Ade! Ade. Dunkelgestalten schleichen durch die Nacht. Gold und Geld und Edelsteine rauben wir und es lacht nur. Der fahle Mond im Nebelschein, wenn unsere Büchse kracht. Du passt gut auf, rückt alles heraus, sonst gibt's von uns einen aufs Dach. Das Rauben ist ein Kinderspiel, keiner spielt es wie wir. Die Büchse schnallt, der Blase beißt, bläst Pfeffer gegen die Tier. Dann steht die Kutsche totenstill, willkommen zum letzten Teil. Es krachen die Speichen des Kutschenrads unter unserem Bein. Bumba, bumba, gebt euch gleich, ansonsten ist es aus. Wir wissen nie mehr.